Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde Life is Strange Before the Storm. Ja, die, wo vielleicht die letzte Folge davon angeguckt haben, wissen, dass das Ganze schon eine ganze Weile her ist, dass ich das hier gespielt habe. Hat er, wie gesagt, persönliche Gründe durch meine Reha, was man ja im Vlog mitbekommt. Und auch danach ist es nicht unbedingt arg viel besser geworden. Und ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, dieses Spiel weiterzumachen, weil ich emotional viel zu sehr noch abhängig von gewissen Dingen bin. Let's see what Rose has next for me. Ja, gleich, Chloe. Nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt danach daran wagen und versuchen, dieses Spiel zu vollenden. Und ich hoffe, dass ich keine großen Fehler mache mit meinen Entscheidungen und so. Okay. Also, ich glaube, wir sollen... Das letzte Mal haben wir ja hier mit Rachel bei ihren Eltern zu Hause. Hier ist Rachels Vater, das ist Rachels Mutter. Und wir sollen helfen beim Tischdecken. Hatte ich schon was rausgenommen? So, ich sehe schon, Teller stehen schon da. Dann versuchen wir was. Let's see what Rose has next for me. Wir haben... Never realized that getting drunk could be so complicated. Ja, das ist einmal Chloe. Okay, also wir sollen wohl Rose, also Rachels Mutter, fragen, was wir jetzt machen sollen. Dann reden wir doch mal mit ihr. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Was haben wir hier? James Amber, ein Beitrag über... Ist es David? Na, okay. Also gut. Ich weiß nicht, inwieweit wir uns bei der letzten Folge hier umgeschaut haben. Wir können ja nur mal so just for fun. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Ja, wir erinnern uns ja noch im ersten Teil von Life is Strange. Haben wir erfahren, dass Rachels Vater gestorben ist. Hatten wir das schon mal gemacht? There's no puzzle to which swords isn't the solution. Ich glaube, da können wir gar nichts machen. Nein, das hatten wir anscheinend schon gemacht. Okay, dann reden wir mal zu dem netten Herr Amber. Was er denn haben möchte zu trinken. It's like a thousand times more skeevy when the skeeviness is all polite to your face. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Getränk, die Aufführung, Staatsanwalt Rachel. Wir werden erstmal das allgemeine Gespräch suchen. So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So, I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. What do you think? I thought Rachel was perfectly cast. She certainly was. We're very proud of her. I had no idea they were going to do that. Do what? I don't know the name for it. Reverse casting? Casting a woman as a man? Oh, I just meant the wizard part. I suppose that's also true. Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just wanna shake her? Yeah. Me neither. Ja, Chloe kommt anscheinend beim Mr. Amber nicht so ganz gut an. Okay. Dann fragen wir ihm halt nun mal nach dem Getränk, was er denn haben möchte zu seinem Dinner. What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. One, two, three, sherry. Comical.
Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Außer mir, außer Ihnen. Oh, joi. Und hier jetzt neutral zu bleiben, fällt mir auch ziemlich schwer, weil wir wissen ja noch, wir waren ja mit Rachel schwänzen in einem Park. Und da haben wir ihren Vater ja mit einer anderen Frau gesehen. Daher ist es ein bisschen Zwiespalt. Außer mir, außer Ihnen. Ich würde sagen, wenn ich sage außer mir, würde ich vielleicht... Ja, ich würde von der Sache ablenken. Wenn ich ihn drauf anspreche oder etwas andeute, dann kann eben sein, dass es jetzt gleich zu einem fetten Eklat kommt. Man weiß es ja nicht. Ich werde das mal nicht drauf eingehen, denn ich denke, zu einem späteren Zeitpunkt wäre das wohl eher geeignet als jetzt. Also ich nehme an. Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Ja, ich glaube, das war gerade ganz gut, dass wir ihn nicht konfrontiert haben, weil das tut hier im Moment noch nichts zur Sache. They say all news is local. But damn. Ja, das lesen wir jetzt nicht. Ich hab da ganz keinen Lust. Okay, der Typ will Sherry, wenn es ums Verrecken sein muss, du Vollidiot. Entschuldigung, aber das anderes fällt mir hier gerade nicht zu ein. Dann sagen wir das mal Rachels Mutter. Mal gucken. Wir reden mit ihr. Yes, Chloe? The boss man would like a Sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy-looking cabinet, right? You got it. Ja, Chloe versucht irgendwie hier lustig zu sein. Graffiti, das konnten wir gerade noch nicht, aber ich will das. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Schade, Mano, dürfen wir nicht. Ach, Männer. Naja, okay, dann holen wir halt so ein beknacktes Glas da hinten raus. Wir schauen es uns nochmal an. Sherry Glass? Yeah, I'm in way over my head here. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Okay, wir haben das Glas im Inventar. Das sind jetzt genau 2, 4 Teller. Dann nicht. Ah, hier gehört's hin. Noch reingespuckt. Okay. Wir haben gespeichert, eine neue Gesprächsoption. Oh, zu den Bildern möchte ich nichts sagen. Ende das auch noch? Kreuzworträtsel hatten wir gerade. Da darf ich kein Graffiti hinmalen. So, und dann probieren wir es nochmal. Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle. Right?
You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and lass this joint up a bit. Na gut. Was genau macht die da eigentlich? Das sieht irgendwie seltsam aus. Das ist lustig, das bewegt sich gar nicht. Da raucht es wenigstens. Gar nicht. Milch, wozu Milch? Ah, das sind Eier. Da hat die irgendwas halt zusammengerührt. Das sieht aus wie Hähnchenbrust oder irgend sowas. Und in dem Topf können wir gar nicht reinschauen. Spüle. Hier ist alles so piekfein. Das merkt man richtig, wenn die Leute Geld haben. Das ist ekelhaft. Dann leiten wir mal die Candles, ne? Auf geht's. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Nichts, Chloe. Ein bisschen spät für Dinner, huh? So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Ich denke mal eher das da. Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. No, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Ängstlich und seltsam, ich nehme das da. Yeah. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson? Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Ouch. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Aha. Family's not merely a gift. It is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Oh Gott. Oh je. Also entweder, oh Gott, das ist schwer, also... Was er gesagt hat, ist ja auf der einen Seite richtig, aber dafür, dass er ja so ziemlich alles falsch macht, was mit einer Familie zu tun hat, entweder ich hau jetzt alles raus und kotze über den Tisch, oder ich beruhige Rachel. Oh je. James attackieren. Bestimmt wieder so eine Herausforderung, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, ob ich das auf die Reihe kriege. Es ist sehr schwer. Also, ich denke... Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ehrlich, ich habe ein bisschen Angst davor, Rachel nur zu beruhigen. Auf der anderen Seite würde ich James so gerne attackieren, aber da habe ich halt auch Schuss, dass das nicht unbedingt gut geht. Oh je, scheiße, das ist echt, ich, letztlich geht's Chloe ja eigentlich auch nichts an, weil das ja nicht ihre Familie ist, auch wenn Rachels Mom jetzt gerade was anders gesagt hat, aber oh Gott, oi, oh dammit, wenn ich's verkack, schneide ich's raus, aber
Ich bin echt versucht, D zu drücken. Ich bin so versucht, D zu drücken. Ey. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn... Ich glaube, ich nehme doch A. Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Boah, das ist echt mies. Ich versuche abzuwägen, was eventuell passieren könnte, wenn ich ihn jetzt attackiere. Ach komm, scheiß drauf. Enough of this asshole. Rachel may have to take it, but I don't. I'm going to turn his daughter and wife against him at his own dinner table. I'm not sure I agree, James. Oh? I thought you of all people would be grateful for family, at least. If you ask me, gratitude is just one more way privileged people tell the unprivileged that they should be happy with what they have. That is an excellent point, Chloe. We must always be sensitive to the way our privileges shape our perspectives. Well said, Mom. Still, there must be some room for personal responsibility. I'm sure you agree, Chloe. My dad was super responsible. He always drove under the speed limit. Then one day, a truck came along and turned him into a super responsible pancake. See? This is why it's so important to invite diverse voices to converse with one another. It's absolutely stimulating. Hmm. Highly stimulating. Since you have answers for everything, Chloe, perhaps you'd like to enlighten us with some of your hard-earned wisdom about the world. Sure. I believe there's always darkness in this world, and it usually comes from the people we thought we could trust. Very well articulated, Chloe. I am consistently impressed with how politically aware your generation is. Chloe is an excellent articulator. Excuse me, dear? But if this is what passes for politically aware these days, we're in serious trouble. James, that's unfair and also rude to Chloe. No, I don't believe it is. It seems clear that these points Chloe is making are merely veiled attacks on me. I keep everything on the level. Unlike this one guy I know, whose name rhymes with Schmames Schmamber.